Yo, 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 yo! Lass uns mal heute über die GoPro labern. Aber erstmal will ich aus der Stadt raus, weil in der Stadt fahren ist immer ein bisschen scheiße. Gerade bei dem geilen Wetter heute bietet sich das ja an, dass man mal ein bisschen rausfahren kann. Das ist übrigens das Geile, wenn man so am Rand von Berlin wohnt, dass man relativ schnell aus der Stadt rauskommt. Muss mich zurückhalten. Konnte nicht anders. Die Fliege ernährt sich von Wespen anscheinend. Sehr interessant. Ich hoffe, es schmeckt. Geh weg da, das ist doch nicht gesund, Alter. Ja, und jetzt ist genau das passiert, was ich eigentlich am allermeisten hasse. Mein Diktiergerät hat nach 10 Minuten den Dienst quittiert, weil anscheinend die Batterien alle sind und ich laber eine Stunde mit mir selber. Richtig geil. Und dabei hatte ich so viel zu erzählen. Ja, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, heute reden wir mal über die GoPro. Und warum ich die GoPros bis jetzt immer gemieden habe. Die Straße ist heute auch richtig geil. Das ist übrigens Linum Horst. Eine der schönsten Alleen. Ich glaube 2010 gekürt oder so. Und ich hatte eigentlich ein Video davon. Müsst ihr mal gucken. War glaube ich eins meiner ersten Videos, dass ich hier durchgefahren bin. Und die Allee ist wirklich sehr schön. Ja, und das hatte eigentlich den einfachen Grund, dass die damaligen GoPro Heroes ja relativ bescheiden waren, was die Kameraqualität angeht. Ihr kennt ja diesen Fischaugeneffekt, also alles, was ihr jetzt hier seht, ist quasi im Fischaugenmodus gedreht. Superview nennt man es ja bei der GoPro. Und es war bis zur GoPro 3, also ich glaube inklusive der 3, war das ein ziemlich bescheuerter Effekt, weil teilweise habt ihr halt an den Rändern extreme Verzerrungen gehabt, sehr pixelig das Bild. Ja, und das war eigentlich der Grund, warum ich mir nie eine GoPro bisher geholt habe. Und seit der GoPro 4 hat sich das meiner Meinung nach extrem verbessert. Wobei die GoPro Hero 4 Black eine extrem bescheidene Akkulaufzeit hat. Und das war der Grund, warum ich mir die nicht gekauft habe. Und die GoPro Hero 5, die ich jetzt habe, ist meiner Meinung nach schon sehr ausgereift. Also die Akkulaufzeit hat sich hier deutlich verbessert. Beim Fischaugeneffekt, beziehungsweise wenn ihr halt Superview anschaltet, dann, ich glaube, hier muss ich umkehren. Ich glaube, das ist tatsächlich nur für Anwohner. Oder? Nee, doch nicht. Jedenfalls habt ihr bei der GoPro Hero 5 nicht mehr diese krassen... Es kommt mir irgendwie voll bekannt vor. Ich meine, ich bin hier auch mal ein bisschen gewandert oder so. Jedenfalls habt ihr diese krassen Verzerrungen und Bildstörungen bei der Hero 5 nicht mehr so wie bei den Vorgängermodellen. Und die Akkulaufzeit hat sich extrem verbessert. Das war alles der Grund, warum ich mich jetzt doch für eine GoPro entschieden habe. Und damals, als ich angefangen habe, 2008 war das ja so in dem Dreh, da habe ich dann zum ersten Mal nach Kameras geguckt, aktiv. Und das ist also Linum Horst, ein eigentlich recht trauriges Dorf. Auch wenn die Allee zur Schützenallee 2010 gekürt wurde. Trotzdem, wer will hier wohnen? Ich habe das ja schon öfter mal angesprochen. Wer zum Fick will denn hier leben? Hier zum Beispiel. Ist doch ein richtig geiles Haus, oder? Naja, jedenfalls als ich 2008 so den Wunsch verspürte, Motovlogger zu werden, habe ich mich ja damals nach ein paar Kameras umgeschaut. Und da gab es noch nicht so viel zur Auswahl. Also GoPro kam, glaube ich, mit der ersten Kamera 2007, wenn ich mich richtig erinnere, kam die damit raus. Auf Wiedersehen in Kremmen. Okay. Früher durfte man hier noch gar nicht durchfahren.
Mal gucken, ob das heute ein bisschen anders ist. Oh Scheiße, ich glaube, der Weg wird hier doch ein bisschen schlechter. Ja, hier dürfen wir leider nicht mehr durchfahren. Schade. Ja, jedenfalls gab es damals noch nicht wirklich viel an Actioncams zur Auswahl. GoPro hat, glaube ich, 2007 dann mit den Kameras angefangen. Habe ich ja, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt. Und die, ja, ich glaube, die erste Generation so von GoPro, die war, was die Kameraqualität angeht, unterirdisch schlecht. Und der Erfinder von der GoPro, der hat die Kamera mehr oder weniger nur dafür erfunden, weil er selber irgendwie Surfer war und was Beständiges haben wollte, also eine richtig gute Kamera haben wollte, die auch was aushält. Und damals gab es halt sowas auf dem Markt noch nicht, zumindest in der Form noch nicht. Und ich glaube, man kann da hinten vielleicht doch durchfahren oder vielleicht machen es ja einige, keine Ahnung. Und bis zur dritten Generation, also bis zur GoPro Hero 3, fand ich persönlich die Kameraqualität, also die Videoqualität, extrem scheiße. Die Kameraqualität war ganz geil. Also die hat eine ganze Menge mitgemacht und du konntest das Ding auf den Boden schmeißen. Mit der Hülle natürlich, also mit dieser, sag schon, mit der Kunststoffhülle, die dann auch wasserfest war. Und da ist dann nichts passiert. Das war aber auch das einzige Gute und ja, diesen Fischaugeneffekt, ich konnte ihn eigentlich noch nie ab, obwohl diese POV HD den Fischaugeneffekt hatte die natürlich auch. Also ihr habt halt diese 170 Grad Weitwinkel mit dran gehabt, aber da war halt die Qualität deutlich besser. Ich meine, die Kamera hat auch deutlich mehr gekostet. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass die Videoqualität dann auch deutlich besser ist. Und es war halt damals für die Motovlogger die allererste Wahl. Und das Ganze hat sich dann so ein bisschen geändert, als die GoPro Hero 4 rauskam. Weil dann fing nämlich endlich mal die Kameraqualität und, die Kameraqualität. Dann fing auch die Videoqualität an, mal richtig gut zu werden bei GoPro. Der Nachteil da war natürlich dann die Akkulaufzeit. Also ich habe jetzt von mehreren gehört, dass die Kamera teilweise noch nicht mal eine Stunde schafft, wenn ihr die Einstellung so ein bisschen höher wählt. Und das hat mich dann eigentlich damals so ein bisschen abgehalten von der GoPro Hero 4. Jetzt habe ich den Faden verloren. Und das hat mich damals ein bisschen abgehalten, die GoPro Hero 4 zu kaufen. Und stattdessen habe ich mir dann halt die Sennheiser Prism geholt, was meiner Meinung nach immer noch eine richtig geile Vlogkamera ist. Also für Motovlogger ist eine Sennheiser Prism, ja, ich würde mal behaupten, mit die beste Kamera, weil ihr seht es halt nicht sofort. Jetzt hier mit der GoPro Hero 5 komme ich mir schon ein bisschen komisch vor, weil das Teil seht ihr nun mal sofort. Da ist quasi wie so ein Klotz am Kinn irgendwie, was sofort jeder sehen kann. Und naja, ist halt nicht so mein Ding eigentlich, aber diesmal habe ich mich halt für die Kamera entschieden, wegen der Kameraqualität alleine. Da gibt es allerdings immer noch bessere Kameras als die GoPro. Zum Beispiel die Sony, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die richtige Bezeichnung von der, aber Sony macht meiner Meinung nach die besten Actioncams, die es gibt. Und ihr habt da auch den Bildstabilisator damit dabei. Das macht Sony einfach am besten. Also hier zum Beispiel bei der Hero habt ihr einen Bildstabilisator als Softwareversion, der auch relativ ordentlich arbeitet, finde ich. Aber bei Sony habt ihr halt einen optischen Bildstabilisator, der, naja, der bringt halt schon deutlich bessere Ergebnisse. Und noch ein weiterer Grund, warum ich mich jetzt hier für die Kamera entschieden habe, ist der Bildschirm, der kleine Monitor, womit ihr dann auch sehen könnt, was ihr filmt. Das war dann so das Argument für die GoPro Hero 5. Und klar, jetzt sagen einige wahrscheinlich, ja, ich habe eine 4er mit dem Bildschirm, also die Silver ist das, glaube ich, die Hero 4 Silver Edition. Da habt ihr dann zwar auch einen Monitor mit dran, aber halt nicht so viele Funktionen. Akkulaufzeit ist dann auch nicht mehr so toll. Ja, bei der neuen Kamera zum Beispiel habt ihr die Funktion, dass ihr auf den Bildschirm klicken könnt, beziehungsweise tippen könnt. Und da könnt ihr die Beleuchtung zum Beispiel dann auf einen festen Punkt verstellen. Was ich persönlich ganz geil finde und was ich dieses Jahr machen möchte und vielleicht auch die nächsten Jahre, mal gucken, wie es ankommt, ist auch mal ein paar andere Sachen auszuprobieren. Und da kommt es natürlich extrem geil, wenn man dann auch die Belichtung einstellen kann. Ihr könnt dann quasi einen Punkt fixieren auf dem Monitor. Und da bleibt dann quasi die Belichtung immer gleich. Also wenn ihr einen schwarzen Hintergrund habt, wo zum Beispiel
in einer Ecke ein bisschen Sonne scheint und ihr wollt dann unbedingt, aua, Alter, was war das denn? Mir ist eben gerade voll die Fliege gegen den Daumen geknallt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Dann könnt ihr zum Beispiel einen Punkt auswählen in dem Bild, was am, naja, nicht am besten belichtet, sondern was halt belichtet werden soll. Und der Punkt, der bleibt dann quasi gespeichert und ihr habt dann immer die gleiche Belichtungszeit mit drin in der Kamera. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Das ist ein Feature, was ich extrem geil finde. Für die Sachen, die ich dieses Jahr noch vorhabe, ist das optimal. Dann gibt es natürlich noch andere Features von der Hero 5, die ich extrem geil finde. Die natürlich auch in den Vorgängerversionen mit drin waren, aber dieses Mal könnt ihr halt auf dem Bildschirm ein bisschen mehr, ein bisschen schneller vor allen Dingen steuern. Also klar, ihr konntet die Hero 5 zum Beispiel mit dem Handy fernsteuern. Aber da hattet ihr halt den Nachteil, dass dann wieder die Akkulaufzeit verringert worden ist. Oh, Kühe, da kriege ich doch richtig geil Lust auf einen Burger. Yum, 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 yum. Sorry an alle Vegetarier, die jetzt gerade zuschauen. Oh, der Reisekomfort wird jetzt gleich etwas zu wünschen übrig lassen. Ja. Naja, und dann hatte ich noch ein paar Reviews von so ein paar Ami-Motovloggern geschaut, die alle gesagt haben, ja, die Hero 5 ist so scheiße und fürs Motovloggen völlig ungeeignet, was totaler Schwachsinn ist, weil so ein paar Leute haben das nämlich schon wieder revidiert und haben sich das Ding dann nochmal gekauft, das alte quasi, die alte Kamera wieder zurückgeschickt und sich die nochmal gekauft mittlerweile. Komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ja, es war Chase on Two Wheels, ist mir gerade wieder eingefallen. Der hat am Anfang die GoPro Hero 5 extrem schlecht gemacht und meinte halt, dass es extrem ungeeignet wäre, sich das Teil fürs Motovloggen zu kaufen. Was meiner Meinung nach extremer Schwachsinn ist, weil mittlerweile hat er sich ja anscheinend doch wieder eine gekauft. Ja, das Einzige, was ich bei GoPro wirklich extrem hasse, ist, wie die teilweise mit den Kunden umgehen. Also zum Beispiel die Situation mit den Akkus, dass ihr keine Fremdakkus mehr nehmen könnt. Was ich ein bisschen verstehen kann, weil die müssen natürlich auch zusehen, dass sie irgendwie Kohle herbekommen. Da ist das natürlich ein bisschen verständlich, aber weiß nicht, so Sachen wie, ich lege jetzt gar kein Zubehör mit zur Kamera, weil es könnte ja sein, dass man gleich loslegen will und sich das Teil irgendwo hier montieren möchte. Stattdessen müsst ihr euch das Zubehör komplett kaufen, weil es ist insgesamt nur, ich glaube, es sind zwei Halter mit dabei. Das heißt, ihr habt so zwei Klebeplättchen und zwei Halter, also die Dinger, die ihr da einklicken könnt. Ich weiß jetzt gar nicht den Fachbegriff für diese Teile. Das finde ich persönlich ein bisschen wenig. Selbst die Gebrauchsanweisung ist irgendwie auf 4 oder 5 Seiten reduziert. Und da müsst ihr dann quasi auf der GoPro-Seite nochmal schauen, wie das dann richtig geht alles. Also bis heute habe ich immer noch nicht die ganzen Funktionen gerafft, die da mit drin sind. Jetzt weiß ich, warum dieses Kaff hier Kuhhorst heißt. Ah, deswegen. Weil es hier überall nach Kuh riecht. Obwohl, da müsste es doch eigentlich Kuhgeruch oder so heißen. Naja, egal. Ja, das ist jedenfalls extrem dürftig, was GoPro da als Zubehör mit in die Packung tut. Nämlich gar nichts. Bei der Sennheiser Prism zum Beispiel habt ihr sämtliche Halter mit dabei. Also da ist ein Halter, ihr habt dann keine Wünsche mehr offen. Könnt das Teil überall montieren, am Helm, an der Seite, von vorne oder was, wie auch immer. Selbst Sony bietet, glaube ich, deutlich mehr Zubehör an. Oh, ist das schön hier. Schön, schön, schön. Das Teil sieht so ein bisschen aus wie das Teil, wo ich meine Fahrschuhvideos gedreht habe. Ich frage mich immer noch, was das ist, aber ich, nee, riskieren wir nicht. Falls ihr euch jedenfalls überlegt habt, ob ihr euch die 4er oder 5er holen wollt, holt euch auf jeden Fall die 5er. Ist jetzt eine ganz klare Kaufempfehlung von mir. Den Link packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Das ist so ein Amazon-Link, das heißt, wenn ihr die kauft, dann bekomme ich auch ein paar Kröten mit ab. Ohne dass die Kamera für euch teurer wird, muss ich ja immer so mit ansagen. Das soll es dann jetzt erstmal auch gewesen sein von diesem kurzen Test. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Und mal gucken, was ich jetzt noch mache. Also ich muss ja sagen, ich liebe es ja auf der einen Seite richtig schnell zu fahren, so durch über Landstraßen und so. Und auf der anderen Seite mag ich es auch so ein bisschen durch die Wälder zu cruisen oder hier zum Beispiel mit so einer geilen Aussicht. Bin ja immer noch so ein bisschen am Suchen nach einer Hausstrecke. Ich glaube, die habe ich jetzt vielleicht hier so sogar mit gefunden irgendwie. Ja,
Ich glaube, das sieht gut aus. Euch nochmal die Kannibalen an. Also in Deutschland ist es ja ein bisschen verpönt so mit Kannibalismus. Ich glaube, das gilt dann auch für Fliegen. Und ich habe heute mal Lust, jemandem eine Freude zu machen. Und zwar Nick the Big ist ein neuer Motovlogger, der hat noch keine Abonnenten und es wäre ziemlich cool, wenn ihr mal vorbeischaut, Hallo sagt und ein Abo dalässt. Den Kanal werde ich euch mal in die Videobeschreibung packen oder ihr drückt einfach jetzt hier irgendwo da aufs Knöpfchen, dann seid ihr Abonnent. Und mit dieser herrlichen Ansicht verabschiede ich mich dann heute mal.